Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Amazon-Adventskalender für dich. Wuhu! Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mag den Amazon-Adventskalender eigentlich immer richtig gerne, weil wir da auch immer wieder eine Überraschung drin haben. Letztes Jahr hatten wir irgendwie ein Glätteisen oder sowas mit drin. Das habe ich einer Kollegin von mir geschenkt, weil obviously ich habe sehr glatte Haare. Und ja, ich habe da 75 Tacken für bezahlt und ja, ich setze euch den Link mal in die Infobox. Ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme da eine kleine Provision, solltet ihr über diesen Link tatsächlich auch bestellen. Also Support ist kein Mord, ich würde mich tierisch freuen. Und so sieht er aus. Sehr männlich tatsächlich, obwohl es der Amazon Beauty Adventskalender ist. Aber wir machen das mal auf. Also männlich wahrscheinlich, weil es halt so dunkelbraun ist. Ne? Das Schleifchen wird geöffnet. Und wenn man das so aufmacht, haben wir einen Boxen-Adventskalender. Ja, ich würde sagen, reingucken, ne? Die Nummer 1 macht natürlich den Anfang und wir haben hier so Prümpel zum Rausziehen, aber das ist nicht der Prümpel zum Öffnen des Schächtelchens. Wow, es fängt schon mal an mit Dr. Barbour. Läuft, sehr nett. Collagen Booster Cream, die soll entsprechend glätten, natürlich. Ja, mit Kollagen ist da drin und Tripeptid 2 und 5, Hyaluronsäure 20 ml sind hier von dem Produkt enthalten. Ja, das fängt schon mal echt vielversprechend an, würde ich sagen. Die Nummer 2. Hier haben wir natürlich einen Nagellack drin, auch das ist so ein Klassiker in Adventskalendern und gehört natürlich auch in den Amazon Beauty Adventskalender rein, der Be Your Incredible Self with Nails Ink London und das ist die Farbe Tate oder Tate. Ist so ein schönes Weinrot, mag ich gerne leiden, ist ein klassisches Farbengedönsen, also mag ich. In der goldenen Mitte befindet sich die Nummer 3 und die ist schön groß. Hier ist eine Tube drin und zwar, okay, auch das ist ein Klassikerprodukt von Barnengen oder Barnengen, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid, aus Stockholm, Oil Intense Hand Cream, yay, 75 ml. Ja, wir brauchen Handcreme und Handcreme gehört in den Adventskalender und das passt schon irgendwie. Riecht blumig. Wild Rose Scent. Mm. Und 5% Protecting Cold Cream, also das ist sehr, sehr angenehm tatsächlich für den Winter. Also gar nicht so verkehrt. Ne, das finde ich gut. Klein und hoffentlich fein ist die Nummer 4. Dreina oder Mina The Eye Primer. Yay! Dekorative Kosmetik ist auch hier endlich wieder mit am Start. 9 ml. Und ja, das ist ein Primer für die Augen, damit der Lidschatten besser hält oder damit die Augenlider sich nicht verfärben, falls man sehr farbintensiven Lidschatten verwendet. Das habe ich auch schon öfters gemerkt, dass da einfach eine Base ganz gut funktioniert. Ich gucke mal, wie das hier rauskommt. Ach, guck, das ist so eine Quetschtube und hier vorne hast du so ein Pinöppel. Ja, cool. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, ist wirklich, also das sind große Boxen, ne? Also ich werde den definitiv weiterverwenden und wahrscheinlich sogar für einen Mann neu befüllen, weil ich das einfach so cool finde. Und hier haben wir, yay, gleich zwei Produkte von Kneipp drin. Das ist cool. Einmal, dieses Produkt liebe ich, Kneipp verwöhnendes Cremeöl-Peeling mit Kamille und Argan. Das ist so angenehm, danach musst du dich nicht eincremen und so. Das ist ein ganz tolles, angenehmes Zuckerpeeling. Das ist so, so angenehm. Mag ich. Mag ich, mag ich, mag ich. Und dann haben wir hier noch was zum Baden drin und zwar Badekristalle von Kneipp, Entspannung pur mit Melisse. Und das soll beruhigen und harmonisieren. Ja, sowas mag ich auch. Also das finde ich wirklich schön, dass wir hier dann, weil es halt so Sachet-Dinger sind, ne, zwei Stück drin haben. Echt cool. Was haben wir wohl an Nikolaus drin? Wir haben auf jeden Fall Sternchen hier auch auf der Box mit drauf. Das finde ich sehr schön. Ansonsten haben wir ja nicht so ein großes Muster hier mit drin enthalten. Okay, wir haben hier so einen kleinen Foreo drin. Das ist so eine Gesichtsbürste, womit man zum Beispiel das Gesicht gut reinigen kann. Foreo Luna Play. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also da wir hier kein Ladekabel mit dabei haben, glaube ich, dass das auch einer von denen ist, die nicht wieder aufladbar sind. Ich sehe hier auch keine Möglichkeit, da was reinzustecken. Das ist nicht unbedingt nachhaltig. Das hatten wir letztes und ich glaube auch vorletztes Jahr schon in dem Amazon Beauty Adventskalender drin. Aber es ist ein schönes Produkt. Also ich habe mittlerweile meinen PMD Rose Quartz Roller, wo ich auf der einen Seite halt sowas habe wie hier bei dem Foreo Mini und auf der anderen Seite halt so einen Rosenquarzstein. Das finde ich noch besser, den kann ich auch immer wieder aufladen. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, um so den Reiniger, den Gesichtsreiniger,
das Cleansing-Gedönsen einzuarbeiten. Es ist ein angenehmes Gesichtsgefühl und ich finde auch, dass das tatsächlich was macht. Die Nummer 7 ist hier und sie ist sehr, sehr groß und sie ist rot und sie enthält aber ein Produkt, was nicht mal ansatzweise so groß ist wie die Box gehalten. Von Sebamed eine Augencreme. Sehr schön. Anti-Aging, Hyaluron-Komplex mit Q10, feuchtigkeitsspendende Phytopeptide und so weiter und so fort. Richtig cool. 15 Milliliter haben wir hier drin. Und ich finde auch, eine Augencreme ist in einem Adventskalender sehr gut aufgehoben. Sebamed ist eine sehr hautverträgliche Marke, die pH-Haut neutral ist. Und als ich meine Probleme mit meinem Hals hatte und so weiter, was alles so stressbedingt bei mir rausgekommen ist, habe ich auch eine Sebamed-Creme verwendet, um dem Ganzen entgegenzuwirken und habe gemerkt, dass es mir gut tut. Deswegen finde ich cool, dass es mit drin ist. Ob die Nummer 8 macht, dass es kracht, da gucken wir doch mal lieber rein. Sie ist auf jeden Fall schön gold, das mag ich gerne leiden. Und hier haben wir was von Dove drin. Pflegende Handdesinfektion, meh. Ja, theoretisch ist das cool, aber ich möchte eigentlich in meinem Adventskalender nicht so ein Produkt finden. Genauso wenig wie in Beautyboxen oder sonst irgendwas. So ein Produkt, das kaufe ich mir wohl, möchte ich aber wirklich nicht in Adventskalendern drin haben, persönlich, weil ich einfach nicht daran erinnert werden möchte, was draußen einfach gerade so abgeht. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Wird sicher seine Anwendung finden und ich habe sowas auch immer bei mir in der Tasche. Mittlerweile gehört es halt auch irgendwo mit dazu, aber trotzdem finde ich das irgendwie blöd. Über die 9 möchte ich mich ganz gerne freuen. Sie ist auf jeden Fall gold, das ist schon mal positiv. Und das Produkt, was hier drin ist, ist auch wieder, egal. Aber die Boxen werden weiterverwendet und gut befüllt. Ein Haarprodukt und zwar Ghoul Kopfhautsensitiv Shampoo. Das finde ich toll mit weißem Tee und Wasserminze. Derma Balance Komplex und hier haben wir 50 Milliliter drin. Ich habe sehr empfindliche Kopfhaut und dadurch, dass ich hier fast jeden Tag diese Mütze aufhabe und unter krassesten Temperaturen hier sitze und die Videos drehe, ist es natürlich so, dass meine Kopfhaut sich nicht so mega drüber freut und darüber freut sie sich sicherlich sehr und deswegen wird es auch behalten, ausprobiert und im Aufgebraucht-Video reviewed. Mit der sehr leichten Nummer 10 wird es nun hier weitergehen. Das ist etwas für die Lippen. Auch das darf nicht vergessen werden. Auch das ist klassischerweise in einem Adventskalender drin von Weleda. Skinfood, Lipbutter, intensive Soforthilfe, trockene und sprühte Lippen. Sowas finde ich eigentlich ganz praktisch. Also im Winter habe ich immer extrem trockene Haut und deswegen kommt mir das ganz gelegen. Finde ich klasse. Wird verwendet. Unten in der Ecke hat sich die Nummer 11 versteckt und die fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und wir haben wieder was von Sebamed hier drin. Das ist eine Pflegedusche mit Mango und Ingwer. Das riecht auch sehr tropisch. Auch das pH hautneutral, also 5,5, erfrischt und pflegt empfindliche Haut, bla bla bla. 100 Gramm und das dürfte dann ja eine feste Dusche sein, oder? Feste seifenfreie Waschstücke, das Original. Okay. Nee, sowas ist cool. Und da werde ich auch in meinem Freundeskreis öfters nachgefragt, weil das einfach jetzt auch immer mehr im Kommen ist, ob ich sowas da habe, dass man das ausprobieren kann. Für den Körper finde ich das schön, mag ich auch gerne leiden, auch als Gesichtsreinigung ist das voll mein Ding. Was ich nicht so gerne in fester Form mag, ist halt tatsächlich Shampoo, weil das meine Kopfhaut zu sehr austrocknen lässt. Die Halbzeit ist gold und es ist die Nummer 12 und es ist klein, aber hoffentlich fein. Ich hätte mal wieder Bock auf dekorative Kosmetik. Hier haben wir Elizabeth Arden, 10 Milliliter Ceramide Microcapsule. Achso, das sind wieder diese Pumpeviecher, glaube ich, oder? Müssen wir gleich mal reingucken. Das dürften dann ja diese... Nee, oh, siehst du wohl. Das habe ich ja von Elizabeth Arden noch nie gesehen. Also das dürfte dann ein Gesichtsserum sein. Ich kenne das nämlich normalerweise, das haben wir öfters auch tatsächlich auch schon in dem Amazon Beauty Adventskalender gesehen, dass hier dann so einzelne Viecher drin sind und die sind dann mit so einer silikonartigen Flüssigkeit gefüllt fürs Gesicht halt. Und hier haben wir jetzt aber wirklich mal so ein, wie nennt man das? Ding. Finde ich cool. Verheißungsvoll groß kommt die Nummer 13 und ist dann wahrscheinlich allein aufgrund ihrer Größe keine Pechzahl. Und hier haben wir drin Deep Sleep Body Cocoon. Oh, das habe ich letztens mal verwendet. Das ist super geil. Mega. 100 Milliliter, das ist so eine Body Lotion und die riecht halt richtig wie dieses Deep Sleep Pillow Spray. So richtig nach Lavendel und nach wohltuend. Und da ich mich tatsächlich abends auch immer eincreme, ist es für mich mega und ich liebe auch das Deep Sleep Pillow Spray und darüber freue ich mich gerade mega. Die Nummer 14, da haben wir bestimmt irgendwie ein Kajal oder ein Lippi oder sowas drin, weil das ist sehr, sehr leicht. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Ist schon krass.
Von 3INA haben wir 900 The 24-Hour Pen Eyeliner mit drin enthalten, 1,2 ml. Positiv anzumerken, wir haben hier keinen Kohlkajal. Wir haben hier wirklich einen Eyeliner. Meine Gebete wurden erhört, denn so langsam, muss ich wirklich sagen, nach den letzten Jahren, ne, das war ganz schön hardcore. Du hast in jedem Adventskalender gefühlt diesen schwarzen Kohlkajal drin gehabt. Und ich als Eyeliner-Trägerin mag es halt lieber, wenn man halt sowas hat. Und das ist halt so ein Filzvieh. Auch die Nummer 15 kommt in goldenem Gewand. Oh, Taft. Mhm. Ein Volumenpuder. Mhm. Für bis zu 50 Anwendungen, für alle Haartypen, bla bla. Ja, ist jetzt nicht so ganz meine Welt. 10 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ich bin überhaupt kein Frisurenmensch. Ich habe meine Haare entweder offen oder im Bommel oder im Pferdeschwanz. Wobei eher selten im Pferdeschwanz, weil selbst da nervt es mich. Seitlicher Zopf oder ich flechte mir die so ein bisschen, aber ich mache jetzt nie irgendwie so Puff. Volumenfrisuren oder sowas, ne? Deswegen, also für mich ist es nichts tatsächlich, aber ja, ist drin. Nun kommen wir zu 16. Hier haben wir ein Sachet drin von Feind. Feind ist die Amazon-Eigenmarke. Da habe ich auch schon mal ein Full Face von gemacht. Ich wusste nicht, dass die auch Pflegeprodukte haben. Scheint jetzt neu zu sein. Eine Peel-Off, nix für mich, Detox-Maske mit natürlicher Aktivkohle. Hier sind 15 ml drin. Was ich positiv finde, ist, dass du hier so ein Prümpelauslassvieh hast, ne? Das heißt, du kannst dann die gewünschte Menge entnehmen, aufs Gesicht geben und dann wieder verschließen und dann kannst du es halt öfters weiterverwenden. Das müsste für 3-4 Anwendungen reichen. Aber Peel-Off-Masken tun mir persönlich einfach zu weh. Ich habe sensible Haut und da verzichte ich dann da auf sowas. Aber ich finde es jetzt nicht verkehrt. Das ist mit drin, ist schöner, wäre eine Feuchtigkeitsmaske gewesen. Aber interessant, dass Feind jetzt auch im Pflegesektor unterwegs ist. Die Nummer 17 habe ich jetzt hier. Oh, hier haben wir jetzt mal ein Klopperprodukt drin, denn das ist ganz schön hochpreisig. Elemis Pro Collagen Marine Cream. Das ist die Tagesvariante Anti-Aging. 15 ml haben wir hier drin. Und da der Adventskalender ja jetzt auch nicht mehr 50, sondern fast 75 kostet, ne? Es ist definitiv sinnvoll, dass die auch so hochwertige Marken mit reinpacken. Cool. Auch wieder schön groß die Nummer 18. Und da sind wir jetzt in der Weihnachtswoche angekommen. Ja, hier haben wir von Revlon ein Leave-In Detangling Conditioner. Und zwar den Equave 50 ml. Der ist toll. Also den habe ich auch schon da, den habe ich auch schon mal aufgebraucht. Und jetzt habe ich den wieder im Backup. Mag ich gerne, finde ich klasse. Verwende ich auch immer, nachdem ich geduscht habe, beziehungsweise mir die Haare gewaschen habe, damit ich einfach besser durch meine Haare durchkomme. Ich glaube, das ist eher so ein Produkt, ja, von Normal to Dry Hair. Oder? Nee, das ist nicht jetzt speziell für Locken oder sowas, ne? Nee. Aber für mich ist es perfekt, weil durch meine langen Haare ist es immer ein bisschen schwerer, halt durchzukommen und dann kommt mir das ganz gelegen. Die Nummer 19 fühlt sich an, als wäre der Doktor, ist was drin. Sehr, sehr, ja, boah. Riesenvieh, Mini-Teil, geil. Aber Reim, hey. Aber tatsächlich ein Lippi in einer nicht weihnachtsroten Farbe von Art Deco Full Matte Lip Color Long Lasting. 5 ml. Farbe ist 15 oder 25Z, keine Ahnung, ist halt auf jeden Fall so ein schöner Rosenholzton. Das ist halt nicht so ein typisches Weihnachtsrot, sondern einfach ein generell tragbarer Abendton. Und das finde ich cool. Ich bin zwar kein Fan von matten Produkten, aber die Farbe mag ich gerne leiden. Und witzigerweise mal kein Lippenprodukt von Sleek, denn das haben wir normalerweise immer drin, ne? Puh, wir sind im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt die Nummer 20. Ei. Ich habe es in der Abbildung gesehen, auf der Abbildung gesehen. Wir haben eine Zahnpasta drin. Yay. Natürlich putze ich mir die Zähne, aber hier verhält es sich ähnlich wie bei Scrunchies, Handdesinfektionsgelen, Rampampam. Ich mag es nicht so gerne in Adventskalendern. Anis Mint, 25 ml. Yay. Feiere ich jetzt eine innerliche Party? Eher weniger. Es ist eine Zahnpasta. Ja, bringt mich jetzt nicht zur Eskalation. Wusstet ihr übrigens, dass es einen kompletten Zahn-Adventskalender gibt, so mit Bambus-Zahnbürsten und Zahnpasta und so? Oh mein Gott, ja. Ich packe euch mal einen Link dazu in der Infobox. Ich habe mich auch kaputt gelacht. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob der schon ausverkauft ist. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall die Nummer 21. Und hier haben wir ein festes Shampoo drin von Nivea. Ne? Ist an und für sich ganz cool, aber meine Haare und meine Kopfhaut mögen das nicht. pH Balance ist es zwar, aber nichts für mich. Reismilch, befreit von überschüssigem Talg und reinigt sanft für fettiges Haar. Auch das, ich habe kein fettiges Haar, ne? 25 bis 30 Anwendungen, 75 Gramm sind hier drin enthalten. Es riecht unfassbar gut. Also ich rieche das auch gerade, ne? Ganz toller Duft. Ich mag Nivea sowieso total gerne, aber feste Shampoos sind leider nichts für mich.
Ja, riecht wirklich, wirklich gut, aber es ist tatsächlich ja, kein Produkt, was ich behalten werde, leider. Die Nummer 22 ist eben schon rausgeploppt, als ich die Nummer 19 rausgenommen habe. Noch eine Handcreme, das finde ich blöd. Eine parfümfreie Handcreme von Vase Null Skin Expert Dry Hand Rescue Handcreme für trockene Haut. Yay. 75 Milliliter. Ja, Mensch, also das, nö. Also zwei Handcremes in einem Amazon Beauty Adventskalender für 75 Euro finde ich blöd. Und es ist auch schon das dritte Handpflegeprodukt, weil wir ja auch schon das Desinfektionsmoppe drin hatten. Und das finde ich jetzt nicht so geil. Vielleicht wollten die uns aber jetzt quasi so einen Dämpfer verpassen, weil jetzt 23 und 24 krass werden. Ich mache jetzt mal die Nummer 23 auf, das ist der Tag vor Heiligabend. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir von Neutrogena die Glow Boost Revitalisierende Tagespflege mit drin. Das ist eine Full Size, finde ich cool. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, das kann man dann auch schön als Primer-Ersatz verwenden. Das soll dem Gesicht halt nochmal eine schöne Strahlkraft geben. Finde ich ganz toll. Habe ich tatsächlich auch schon da in meinem Backup, aber ja, noch nicht verwendet. Und das ist halt ein Tiegel. Und will hier unten rausgenommen werden. Alles klar, dann mache ich das doch mal. Ja, schaut so aus. Ist schön, ne? Ich weiß nur nicht, warum mein Tiegel schon so ein bisschen auf war. Ja. Okay, dann haben wir eine Gesichtscreme. Übrigens auch die zweite Gesichtscreme. Das hat sich jetzt auch gedoppelt, ne? Ach, Mensch. Die Nummer 24 ist riesengroß und sollte jetzt bitte auch der ultimative Klopper sein, denn, ne? Der Adventskalender muss seinem, was man dafür ausgegeben hat, ja auch alle Ehre machen. Alles klar, ja, ein Föhn. Das finde ich schön, das finde ich schön. Remington on the Go Easy Compact Light Worldwide Dual Voltage. Okay, ja, da hast du dann noch irgendwie so ein Konzentrationsvieh mit dabei, was du aufstecken kannst. Ein Föhn. Ja, ist 2 Jahre Garantie plus 1 Jahr extra, wenn du es irgendwie registrierst. Das finde ich cool. So ein Föhn, ne? Ist nicht weg. Also kann man immer gut gebrauchen. Ich habe zwar einen guten in Anwendung, aber so ein Reiseföhn, warum nicht? Ja, ne, ich packe den jetzt nicht aus. Es ist ein Föhn, Leute. Was soll ich da groß zu sagen? Und einen 5-Euro-Gutschein auf alle Remington-Produkte bei Amazon Beauty ab einem Einkaufswert von 39,99. Es gab mal Zeiten, da hatten wir, ich glaube, sogar einen 5-Euro-Gutschein auf alles bei Amazon Beauty mit dabei. Ne, jeder muss mal ein bisschen kürzer treten. Apropos, jeder muss mal ein bisschen kürzer treten. Mein Fazit zu dem Adventskalender von Amazon Beauty aus dem Jahre 2021. Dafür, dass wir 75 Tacken dafür bezahlt haben, sprich, ja, keine Ahnung, 15 oder 25 Euro mehr als sonst. Hätte nicht sonst immer 50 Euro gekostet? Ich habe euch das auch mal gleich eingeblendet. Haben wir hier jetzt nicht so die Ultra-Klopper-Geschichte bei rausbekommen, ne? Dafür, dass es damals immer so ein ziemlicher Hype-Adventskalender war, ist er dieses Jahr eher zurückhaltend. Also er könnte besser sein. Gefällt mir persönlich nicht so gut wie letztes Jahr zum Beispiel. Unser Essen ist gerade fertig geworden. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also da haben wir definitiv in dem Preissegment bessere Adventskalender dieses Jahr auf dem Markt. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!